Weiter geht's mit unserer lustigen Crysis 3 Mehrspieler-Beta-Berichterstattung. Dieses Mal habe ich Sebastian Stange von der Play3-Redaktion neben mir und der hat die Xbox-Beta gespielt, die es inzwischen bei Xbox Live für Goldbesitzer kostenlos zum Anzocken gibt. Und Sebastian, ich hoffe mal, du hast einiges zu erzählen und zu berichten, denn gleich geht's Video los. Großer Gott, ja, nee, ich habe das ausführlich gespielt. Das ist eine relativ komplexe Beta mit jede Menge Features und Funktionen und ich habe mich da ausführlich reingespielt und habe Positives und Negatives bemerkt, wie das halt so schön ist. Dann würde ich mal sagen, wir starten das Video, dann kannst du mir mehr erzählen. Und da sind wir auch schon drin im Crash-Zeit-Modus auf der Map Museum und tja, das Ding ist inhaltsidentisch mit der PC-Fassung. Sieht halt nur ganz schön grob aus. Es ist halt eine veraltete Hardware und auf Konsole. Ich weiß nicht mal, ob das Ding native 27p bringt. Und das ist auch schon mein erster kleiner Kritikpunkt oder sogar ganz großer. Es ist ganz schön viel los an Effekten, wenn man hier durch Wasser läuft, gibt es diese Spritzer am Visier, es gibt jede Menge Nebel, Leuchteffekte, Motion Blur. Das macht es für mich verdammt schwer, das Spiel zu spielen. Also wirklich zu erkennen, wo die wichtigen Punkte sind und auch Gegner zu erkennen. Wow. Es ist also so ein bisschen das Anti-Counter-Strike, weil bei Counter-Strike ist ja alles so klar und karg, dass man sofort erkennt, wo man hinschießen soll, wer sich wo bewegt und so weiter. Ja, ich empfinde das Spiel als recht schwer lesbar. Auf der anderen Seite gefallen mir viele der Mechaniken. Das Ding hat sich sehr viel von Call of Duty abgeschaut, was jetzt Killstreaks angeht, was die Klassen angeht, was Perks angeht, die man auch aufleveln kann und viele Mechaniken. Okay, diesen Crash-Zeit-Modus, wo man ab und zu immer neu auftauchende Kapseln bewachen muss, indem man in der Nähe ist, das kennt man aus Black Ops 2, da heißt das Stellung und im Vorgänger gab es das ja auch schon, ist aber ein richtig spaßiger Modus. Und was ich der Spielerei hoch anrechne, ist eben die Möglichkeit, dass man sowohl stealthy als auch aggressiv vorgehen kann mit einem Schutzschild oder eben mit einer Tarnvorrichtung, die jedem Spieler freistellt. Das macht das Flankieren sehr einfach. Hier sehen wir so ein bisschen die Klassenerstellung. Das ist auch auf Konsole ganz schön hakelig. Also die Menüs sind auch langsam. Da merkt man richtig, dass die Hardware-Generation langsam echt am Ende ist. Ich habe das Gefühl, wie durch Leim zu warten, wenn ich mich da durch navigiere. Das ist nicht schön. Ja, aber dafür ist ein stattlicher Umfang, bereits für eine Beta, ein stattlicher Umfang an Extra-Challenges, an Aufträgen, an Freischaltbahnen mit drin. Das ist, kann sich wirklich sehen lassen. Und wie ist mit der Steuerung im Spiel? Weil ich empfand Crysis 2 etwas überbelegt, würde ich mal sagen. Also ich fand, für einen Controller war das alles ein bisschen viel. Hier Nanosuit, Anzug, Zeug und da irgendwie hüpfen und hier klettern und keine Ahnung. Ganz genau. Das ist nach wie vor dasselbe. Das Spiel hat so viele Funktionen, dass es auf dem Standard-Dual-Stick-Controller ganz schön knapp wird. Viele Tasten muss man mal tippen, mal doppelt tippen, mal gedrückt halten. Die Schultertasten werden exzessiv eingesetzt. Das ist manchmal schon ganz viel. Aber es ist ein spielbarer Kompromiss. Das Ding ist stellenweise halt nicht ganz so präzise wie in Call of Duty, weil man für gewisse Aktionen eben eine Taste gedrückt halten muss, aber insgesamt spielt sich das schon rund. Es ist allerdings nicht so ein direktes, schnelles Spielgefühl wie eben die Call of Duty-Reihe. Es ist nicht so ein Twitch-Shooter, wo man rasant durch die Level rennt und wirklich mit mega Präzision die Gegner abknallt. Hier kommt es ein bisschen mehr auf Stellungsspiel, aufs Taktieren und den Einsatz des richtigen Gadgets zur richtigen Zeit an. Ist es also auch nicht ganz so schlimm, wenn man nicht so erfahren ist im Spiel? Also weil ich hasse es ja immer, Online-Shooter zu spielen, wo ich am Anfang erstmal jeweils nach 3 Sekunden den Löffel abgebe und immer respawnen muss. Das Ding ist, die Mechaniken des Spiels, also alles, was auf dem Interface los ist, was es an Extras gibt, das ist schon ganz schön komplex. Das muss man erstmal lernen, was es überhaupt für Mechaniken gibt, was die Spieler da gerade falsch halten, wieso da gerade ein Roboschreiter rumläuft. Aber wenn man das einmal kapiert hat und vor allen Dingen auch die Anzugfähigkeiten wie Sprinten, auf dem Boden langrutschen, eben das Schild und die Stealth-Mechanik, dann kann man sich relativ bewusst aus der Schlacht zurückziehen, getarnt oder eben sich aus einer gefährlichen Situation rausholen, indem man sich vielleicht ein Schild hochtut oder eine Blendgranate wirft. Es geht. Es dauert so 2-3 Matches, bis man das alles prinzipiell kapiert hat, aber dann wird es immer besser. Hier auch noch ganz hübsch der Hunter-Modus, wo ich am Anfang als normaler Soldat mich versuche, gegen diesen Typen zu wehren. Gott sei Dank war der ein bisschen unfähig und ich dämlich. Konnte den Hunter ausschalten. Das gibt extra Punkte. Aber sobald man dann eben von ihm gefragt wird, spawnt man wieder als Hunter. Und dann gibt es immer weniger Soldaten, immer mehr Hunter. Lustiger kleiner Spielmodus. Der ist auch neu, ne? Im Vergleich zum Vorgänger. Ganz genau. Habe ich gelernt. Gebalanced finde ich den noch nicht so richtig klasse. Er hat auch einen komischen Spielrhythmus, weil es gibt 5 Runden. Wo die Spielidee immer wieder neu durchexerziert wird. Der beste überlebende Soldat wird dann der Hunter in der nächsten Runde von 5, aber so insgesamt schon lustige Geschichte. Aber hier, und das werden wir gleich im Voice-Chat hören, war es auch sehr auffällig, dass die Verbindungsqualität schon stark geschwankt hat.
Und dann der Spieler mit der besten Ping hatte eben dann auch dramatische Vorteile. Aber so geht's bei allen Konsolenspielen, die auf diese direkte Verbindung von User zu User setzen. Das macht eigentlich nur Battlefield 3 besser, wo es dedizierte Server gibt. Die gibt's also hier nicht. Nee. Und jetzt mal hier zuhören, wie sie gleich rumheulen, bei, nach meiner Killstreak. Scheiße, Lidl-Rookie, Alter, verpiss dich aus diesem Scheißspiel, das kann ja nicht sein. Da wird eben sofort Frust wach. Deswegen bedanke ich mich, dass du mit meinem Gamertag gespielt hast, Sebastian. Unabhängig davon, dass du mit deinen tollen Skills alle weggehauen hast, wie fandest du das Crysis 3 Mehrspieler-Beta-Zocken denn auf der Xbox? Ich empfand es als eine erstaunlich runde Sache. Die ganze Angelegenheit hat Hand und Fuß. Es gibt jede Menge Mechaniken. Insgesamt wirkt es einigermaßen ausbalanciert. Ich hatte nie das Gefühl, dass man irgendwie in eine unfaire Situation reingeraten ist. Es war stets meine Schuld. Ich habe mich stets falsch verhalten, das falsche Equipment benutzt oder irgendwie Blödsinn gebaut. Allerdings spielt sich es auf der Xbox 360 schon reichlich zäh. Da merkt man wirklich, dass die Konsole zu kämpfen hat, das alles einigermaßen flüssig darzustellen. Ich wünsche mir dafür einfach eine höhere Auflösung und 60 Frames, um mehr Kontrolle zu haben, mehr von der Spielwelt zu sehen und zu verstehen. Und hier ist es einfach ein Titel vor uns, der auf PC einfach wahrscheinlich mehr Spaß macht oder auf der nächsten Konsolengeneration besser aufgehoben wäre. Oder vielleicht sogar auf der PS3, weil die Version werden wir auch noch besprechen, sehr bald, denn die zockst du gerade. Ja, und Newsflash, da ist es nicht anders. Schade.